Hallo, ich melde mich hier aus dem Reichstagsgebäude am Rande einer Bundestagssitzung, denn in dieser Sitzungswoche, da ist Halbzeitbilanz angesagt. Wir Freie Demokraten, wir haben hier vor 2 Jahren wieder neu angefangen mit unserem Fraktions-Startup und haben uns da inzwischen gut eingearbeitet, wie ich finde. Ihr findet auf den Social-Media-Angeboten der Fraktion eine Menge Zahlen und Fakten dazu, wie viele Anträge und Anfragen wir hier eingebracht haben. Denn wir sind ja auch Service-Opposition. Da gibt es übrigens gar keinen falschen Widerspruch zwischen der Frage, als Service-Opposition konstruktiv Oppositionsarbeit zu machen, eigene Anträge und Vorschläge einzubringen und zugleich die Regierung zu kontrollieren und zu kritisieren, wo es notwendig ist. Zu der Kontrollfunktion gehört im Übrigen das Fragerecht der Abgeordneten. Da habe ich auch so einige Fragen gestellt und die haben vor allem auch öffentliches Interesse hervorgerufen, haben Debatten angestoßen. Als ich meine Kandidatur erklärt habe hier für den Deutschen Bundestag, habe ich ja vor allem auch gesagt, mein Ziel ist, dass dieser Deutsche Bundestag wieder stärker zu dem entscheidenden Forum für die Auseinandersetzung, die Debatten über die wichtigen Fragen dieses Landes wird. Und ich freue mich, dass ich schon mit einer Reihe von Redebeiträgen genau dazu beitragen konnte. Diese Redebeiträge, wie auch weitere Informationen zu meiner Arbeit, die findet ihr übrigens unter www.linda-teuteberg.de. Und ich stelle mich auch immer gern persönlich Diskussionen hier, stehe Rede und Antwort zu der Arbeit hier, dazu, wo der Schuh drückt, welche Anregungen ich mitnehmen soll. Und eine gute Gelegenheit dafür sind immer die Diskussionen im Rahmen eines Besuchs hier im Bundestag. Ich lade herzlich ein zum nächsten Termin am 12. und 13. Dezember. Auch dafür ist die Anmeldung möglich über meine Homepage www.linda-teuteberg.de. Ich freue mich auf den Austausch, digital und auch analog. Auf bald!